Sebastian, alle sind aufgeregt aufgrund der Nachrichten. Es gibt ein riesengroßes Duell dieses Jahr, sogar ein Doppelduell. Eins im Kraichgau, eins in Rot. Du gegen Andreas Rehlert. Gib uns mal eine kurze Einschätzung, was du dazu sagst. Ja, ich hoffe, dass ich es wirklich zum Duell machen kann. Ich denke, Andi ist aktuell der stärkste Langdistanz-Triathlet der Welt, auch wenn er in Hawaii nicht gewonnen hat. Er hat einfach die Konstanz der Ergebnisse auch in den letzten Jahren gezeigt und auch die Entwicklung, die er hinter sich hat. Und ich denke, er wird sicher nicht langsamer geworden sein über den Winter. Und ich hoffe einfach, dass ich in der Lage bin, das wirklich zu einem richtig spannenden Duell zu machen und dass es richtig eng wird. Und dass wir uns gegenseitig wirklich an unsere persönlichen Limits pushen können. Ja. Was muss dafür passieren, dass du nochmal an deine Grenze gehen kannst oder auch an eine Grenze, die eventuell über dem liegt, was du bisher erfahren hast? Ja, es muss natürlich einfach ein guter Tag für mich sein. Ja. Das sind die Sachen, die ich halt nicht beeinflussen kann, zu meinen Gunsten laufen, dass ich keinerlei Defekte habe und sonstige Sachen. Dessen Sachen, die ich eben, wie gesagt, nicht beeinflussen kann, da muss die Glücksfee auf meiner Seite stehen. Und dann hoffe ich einfach, dass ich einen Andi während dem Rennen sehe. Und wenn ich ihn sehe, dann heißt das, ich habe ihn irgendwann überholt. Und dass ich dann, also ich denke, wenn das passiert ist in dem Rennen, dann wird es ein großes Rennen werden, weil ich glaube, wenn in einem Kampf Mann gegen Mann bin ich sehr gut und bin ich sehr stark. Ich werde richtig vorbereitet sein, wenn ich in Rot am Start stehe. Und dann werde ich dafür sorgen, dass es spannend wird und das hoffentlich zu meinen Gunsten ausgeht. Bis es zu dem Moment kommt, dass du ihn siehst oder einholst, bis dahin kann einiges passieren. Wie groß ist die Gefahr, dass du bis dahin überzockst? Ah, ich glaube nicht sehr groß, weil ich bin das gewöhnt, dass ich mit Rückstand aus dem Wasser komme. Im letzten Jahr war die Gefahr mit Sicherheit sehr groß, weil ich einfach wenig Ahnung gehabt hat, wie sich das anfühlt, das Pacing und so weiter, was für eine Geschwindigkeit ich gehen kann. Dieses Jahr habe ich mich deutlich weiterentwickelt, auch was den Aspekt angeht, dass ich weiß, wie schnell ich, wie hart ich pushen kann, auch am Anfang. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Gefahr sehr groß ist, dass ich da überzocke. Aber ich werde natürlich schon probieren, klar, den Rückstand möglichst schnell zu minimieren. Aber ich denke, das ist das Interessante an der Geschichte. Der Andi kann natürlich auch sehr, sehr, sehr schnell Radfahren. Das hat er in Frankfurt im letzten Jahr gezeigt. Aber was man in Frankfurt auch gesehen hat, dass er dann nicht mehr, sag ich mal, jetzt mit 2:35 gelaufen ist, sondern da ist er langsamer gelaufen, wie ich in Rot gelaufen bin. Und das wird sicher das Interessante sein, ob er sich dazu entschließt, zu probieren, das Rennen von vorne zu machen, oder ob er quasi sagt, okay, ich lasse ihn kommen und wir fahren dann mehr oder weniger zusammen. Das ist das Interessante und das wirklich, ja, ich denke, das, was auch die Zuschauer an dem Rennen dann interessiert. Ja. Triathleten sprechen immer viel von dem perfekten Tag oder von dem perfekten Rennen. Du hast eine Langdistanz gemacht, letztes Jahr hier in Rot, die erste unter 8 Stunden, das hat vor dir keiner geschafft. Inwiefern würdest du heute sagen, dass das damals schon ein perfekter Tag war? Ja, ich hoffe, dass es kein perfekter Tag war und dass es noch einen perfekteren Tag als den gibt. Aber im letzten Jahr war das zu dem Zeitpunkt sicher ein perfekter Tag, ja, weil ich eigentlich ohne große Erfahrung die absolut für mich zu dem Zeitpunkt maximale Leistung abgeliefert habe. Jetzt ist hoffentlich meine körperliche Leistungsfähigkeit weiter gestiegen und ich probiere wieder so einen perfekten Tag zu erwischen und ich weiß, mit der höheren Leistungsfähigkeit, die ich jetzt habe, wird es auch nochmal schneller gehen. Ja. 7 Stunden 50, das ist der Weltrekord von Luc van Lierde aus dem Jahr 97, der seitdem besteht. Einige große Jungs haben sich daran die Zähne ausgebissen. Chris McCormack hat es versucht, ist ganz knapp daran gescheitert. Jetzt haben wir in diesem Jahr hier eine Konstellation, zum einen was das Duell angeht, Andreas und dich, aber auch andere Athleten, die das Rennen schnell machen können. Wie schätzt du die Chancen ein, dass diese Rekordmarke 2011 fällt? Also das hängt natürlich, das muss man immer sagen, ganz stark von den äußeren Bedingungen ab. Ja. Die beeinflussen das Rennen so stark, dass man schwierig sagen kann, ob die Rekordmarke wirklich fallen wird. Aber jetzt rein von den Fähigkeiten der Athleten, die am Start sind, denke ich, kann die Marke gebrochen werden. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da Andreas das körperlich drauf hat. Ob ich das drauf habe, da bin ich mir weniger sicher wie bei ihm.
Aber ich denke auch, die Konstellation kann dafür sorgen, dass es so ein Rennen geben wird, wo die Rekordmarke im Bereich des Möglichen ist. Wenn es nochmal solche Bedingungen wie im letzten Jahr gibt oder schnellere Bedingungen, noch schnellere Bedingungen, dann denke ich, wird wahrscheinlich diese Zeit nötig sein, um das Rennen zu gewinnen. Hoffe ich zumindest. Gib mal eine ganz kurze Einschätzung von dir, was das Duell Rehlert gegen Kienle vielleicht so in ein, zwei Sätzen ausmacht. Ja, das ist sicher das Duell der kompletten taktischen Möglichkeiten, die der Rehlert hat und der, sag ich mal, einen taktischen Möglichkeit, die ich habe, ja. Aber ich denke, da viel drüber zu sagen, ist schwierig. Ich denke, ich werde am Renntag die Frage, die du jetzt gestellt hast, dann beantworten. Letztes Jahr der Start beim Challenge, deine erste Langdistanz, war auch so das erste Reinschnuppern in die Challenge Family. Viel hat sich getan in den letzten 10 Jahren, die Family wächst und wächst. Beschreib mal so ein bisschen die Entwicklung, die du mitbekommst und das Gefühl, Athlet dieser Serie zu sein. Ja, ich muss sagen, ich bin nicht Athlet dieser Serie, sondern ich bin allgemein Triathlet und habe keinerlei Zugehörigkeit zu einer gewissen Serie. Aber es tut natürlich dem Sport im Allgemeinen sehr, sehr gut, dass es so eine starke Konkurrenz gibt. Ja, das ist wie bei den Athleten auch. Ich denke, je stärker die Konkurrenz wird, desto besser werden alle Athleten. Das sieht man im Triathlon auch. Und ich denke, das ist auch bei den Veranstaltern so. Es kann sich keiner mehr erlauben, sag ich mal, eine schlecht organisierte Veranstaltung zu präsentieren, weil die wird von den Athleten sofort gemieden. Und dementsprechend tut es dem Triathlonsport und natürlich auch allen Athleten, die ihn ausüben, entsprechend gut, dass es so eine starke Challenge-Serie gibt. Und für mich ist es natürlich wirklich eine Alternative, weil gerade halt mit der neuen Qualifikationskriterien für Hawaii ist es für mich nicht optimal. Also das sehe ich auch als nicht optimal an, die Art und Weise. Und deswegen ist es gut, dass es eine so starke Alternative gibt. Und man sieht, dass es auch da sich immer weiterentwickelt. Und ich denke, Ironman oder die WTC tut sich gut daran, sich halt zu überlegen, was sie macht und was sie lieber bleiben lässt. Das Duell ist ein Doppelduell. Du trittst gegen Andreas Rehlert nicht nur in Rot an, sondern auch im Kraichgau. Eine dir durchaus bekannte Strecke. 2009 hast du gewinnen können. Letztes Jahr ist es zum Duell gegen Norman Stadler gekommen. Du hast es vorhin selber schon angesprochen. Für dich leider mit dem Sturz auf dem Rad am Schluss. Wie schätzt du denn im Vergleich diese beiden Rennen auch im Kontext des Duells ein? Wo hast du die besseren Karten? Ja, mit Sicherheit habe ich in Kraichgau die besseren Karten. Einerseits, weil ich natürlich meine ganzen Freunde und meinen Fanclub und meine Familie da habe und ich die Strecke natürlich perfekt kenne. Ich eigentlich da auch die Veranstaltung perfekt kenne. Also für mich nichts Neues, aber vor allen Dingen deswegen, weil es so ist, dass sich da Andi natürlich sehr, sehr stark auf die Höhepunkte im Jahr konzentrieren kann. Das hat man im letzten Jahr gesehen, wo es, sag ich mal, für viele vielleicht fast schon ein bisschen enttäuschend in St. Pölten und in Buschütten war, aber dann halt wirklich gezeigt hat, was in ihm steckt bei den wichtigen Rennen in Frankfurt und in Hawaii. Und ich denke, so wird es in dem Jahr auch sein. Er wird in Kraichgau sicher noch nicht bei seiner hundertprozentigen Form angekommen sein. Da fehlt mir halt wiederum vielleicht auch noch so ein bisschen die Erfahrung, um wirklich das so zu timen, dass ich auch bei dem absoluten Höhepunkt super fit war. Letztes Jahr hat es gut geklappt und ich hoffe, dass es auch dieses Jahr wieder gut klappt. Aber ich denke, wahrscheinlich habe ich eher so eine sozusagen auf Sicherheit gehende Vorbereitung, dass ich in Kraichgau schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau bin und deswegen sehe ich natürlich in Kraichgau meine Chancen ein bisschen höher wie in Rot, ja. Schau mal beide Rennen zusammen an. Worauf freust du dich am allermeisten jetzt, wenn du in Richtung der Saison blickst? Ja, das ist natürlich schon die Ziellinie in Rot, ja. Also letztes Jahr war das sicher einer der emotionalsten Momente im Sport oder überhaupt in meinem Leben, ja, und das will ich natürlich einfach gern wieder erleben und natürlich auch nicht nur das Gefühl der Finishline, sondern natürlich auch das Gefühl des Erfolges, ja, und das wäre für mich natürlich sensationell. Das ist schon das, was mich am meisten motiviert und wo ich mich am meisten drauf freue. Wenn wir die Kristallkugel ein bisschen streicheln und in die Zukunft schauen, genau an den Montag nach dem großen Rennen in Rot, was ist die Schlagzeile, die du gerne lesen willst? Ja, dass ich Andi im knappsten Rennen aller Zeiten über die Langdistanz geschlagen habe. Ich meine,
Man muss immer vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht, weil ich glaube, wenn man sich ein knappes Rennen wünscht und nachher wird es ein knappes Rennen, dann, also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres oder nichts Härteres, sagen wir mal so, als auf den letzten 1000 Metern oder letzten 100 Metern sprinten zu müssen. Aber das wäre für mich schon so ein Traum, in einem der schnellsten Rennen oder in dem schnellsten Rennen gegen einen der besten Athleten in einem Endspurt einen Sieg zu holen. Ich glaube, was Größeres geht für mich einfach nicht. Und das wäre schon ein Traum. Also ich glaube, dass man da auch wirklich an seine absolute Grenze und darüber hinausgehen müsste für sowas. Und das reizt mich schon sehr, ja. Wir drücken dir die Daumen, dass es zu der Schlagzeile und zu dem Ausgang kommt. Vielen Dank fürs Interview. Danke, Sebastian. Dankeschön und euch allen eine gute Vorbereitung.